Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Amiga. Heute habe ich mir mal ein ganz besonderes Spiel rausgesucht. Das ist zwar nicht besonders lang, aber macht extrem viel Spaß und ist sehr lustig. Das Spiel, um das es sich handelt, heißt Bobo. Ja, das heißt, wir sind in einem Gefängnis und müssen verschiedene, kann man sagen, Disziplinen absolvieren. Das geht von aus dem Gefängnis ausbrechen oder der Kartoffeln schälen und so weiter und so weiter. Und ja, wir nehmen natürlich alle Disziplinen durch. Also All, Name, Enno und ein Spieler. Ja, das Spiel habe ich damals auch sehr viel gespielt. Ich habe es gespielt auf meinem Amiga, aber auch auf dem C64. Ja, die Musik ist natürlich sehr schön. Jetzt müssen wir Essen austeilen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Den. Den. Hoch. Tja. Aber immerhin, ein paar Punkte haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir ausbrechen, oder was müssen wir jetzt? Ja, das kann man, glaube ich, mit da bis zu 6 Spielern spielen. Also macht extrem viel Spaß, dann auch gemeinsam gegeneinander zu spielen. Kartoffelschälen. Es werden immer mehr Kartoffeln. Das heißt, wir müssen. Und wenn wir nicht sauber genug schälen, na, dann kommt die wieder zurück. Das war's, glaube ich. Ja, da sind wir begraben unter Kartoffeln. Nee, es wurde nicht geil gemacht. Ja, das ist zwar ziemlich kurz, es ist jetzt nicht allzu lang, aber wie gesagt, macht schon Spaß, so eine Gefängnis-Olympiade. Ja, das Spiel ist im Prinzip entstanden aus dem Comic. Ach, jetzt müssen wir mal den Flur wischen. Halt die Schnauze. Weg da. Weg. Der scheiß Köder hier. Ey, mach dich rein. Ja, rennt doch jeder mit seinen Dreckbotten drin rum hier. Das ist doch weg, der Hund. Naja, 8273. Sperre, Highscore. Schön. Ich kann das Spiel auch empfehlen auf dem C64. Da macht das genauso viel Spaß. Und auch auf Atari ST.
Obwohl ich da Tagias Tee habe ich. Hatte bloß einen Kumpel, hatte ihn und da haben wir ab und zu mal was gezockt, aber das war nicht so oft. Wird man ja die Gefängnis. Ist gar nicht so einfach. Das auch nicht. Jetzt haben wir einen drüber, zwei. Ja, gegen die Wand geschmissen. Naja. Aber ich denke mal wieder der Highscore, ne? Ja. Sieht doch gut aus. So, dann schauen wir mal, was wir als nächste Disziplin haben. Das so habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ich nebenbei da auch nur Musik mache. Also ich tue nicht bloß spielen, hauptsächlich mache ich Musik. Ja, ich habe auch da meinen Kanal. Hä? Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Na, ist egal. Wir können doch mal. Nee, doch nicht. Ja, ich habe da mein Musikkanal habe ich da auch bei mir jetzt hier auf dem Kanal drinne. Als ja, empfohlenen Kanal. Wer Lust hat, ne, kann gerne mal reinhören. Jetzt müssen wir hier die Gefangenen einschlafen. Und der Klima. Das ist wirklich schön gemacht. So. Ja, 11.000 insgesamt. Ja, das Spiel ist schon nicht schlecht. Macht schon wirklich Spaß. Na, und vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und gebt mir einen Daumen hoch. Oder wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch einen Daumen runter. Wenn das so ist. Ja, und schreibt doch mal einen Kommentar, ob ihr das Spiel, ob ihr das auch gespielt habt oder. Ne? Das würde mich sehr freuen. Und ja, ich weiß nicht. Spielen wir noch eine Runde? Wir spielen noch eine Runde. Vielleicht sind wir ein bisschen besser. Kann ich euch das mit den auf den Stromseilen da, dieses Hin- und Herspringen, noch zeigen, obwohl ich gar nicht so richtig weiß, wie das geht. So, jetzt machen wir wieder Essen. Konzentration. Wow.
Ah, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ah. Aber das war schon besser. Haben schon ein paar mehr. Schauen wir mal. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, 11.000 insgesamt. Dann schauen wir mal, wie viel wir diesmal haben. Ah, so, jetzt geht's wieder zum Kartoffelschälen. Ja. So, jetzt ja. Es gibt aber auch schnell mit den Nachschütten. Oh, so schnell kann er keiner schütten. Oh, Alter. Also, so schnell kann man gar nicht. Naja, dann darf man jetzt mal wieder wischen. Man kann natürlich auch, wenn man da gleich an die Tür geht, sobald da einer aufmachen will und man geht rein, dann verdrängt man die und dann tut er erst gar nicht Dreck machen. Aber. Das ist das aber. Halt die Klappe. Blöde Hund. Oh. Ja, ich mache ja schon. Also, ich habe schon alles gegeben. Geputzt wie ein Putzteufel und trotzdem. Mal sehen, ob wir uns 11.000 oder was, glaube ich, hat man gehabt. Gesamt, ob wir die überhaupt bieten können. So, jetzt kommt wieder. Ach hier, ja, ausbrechen. War mir vorhin nicht so gut. Vielleicht ist mir jetzt besser. Ja, oder nicht. Ja, hat gut geklappt. Das ist gar nicht so einfach. Den Hammer. Ja, gegen die Wand führen. Den Hammer. Ich. Er war dicht dran. So, jetzt kommt wieder ein. Achso, ja, mit den Stromseilen. Wenn wir die Stromseile ausweichen müssen. Mal sehen, ob wir diesmal ein bisschen weiterkommen. Was war das jetzt? Naja, gut, ein bisschen was haben wir. Viel war es nicht, aber zumindest man darf wahrscheinlich auf die nicht drauf springen, wenn das diese kleinen Blitze erscheinen. Naja, wer weiß. Das könnt ihr aber auch selber mal ausprobieren. Ja.
Du. Jetzt machen wir wieder. Immer wieder zum Einschlafen bringen. Also ruhig schlafen. Ja, wir sind ein bisschen besser, ich glaube. Also es ist wirklich extrem geil gezeichnet. Ja, macht richtig Spaß, sieht gut aus. Auch der Sound passt wunderbar dazu. 12.000. Naja. So, das müsste es gewesen sein. Ich glaube schon. Ja. Jawohl, meine Lieben, das war es auch schon gewesen, ja, von Bobo. Wie gesagt, spielt das Spiel selber mal, es macht wirklich Spaß, gerade mit ein paar Mehrspielern, mit ein paar Freunden oder in der Familie, da so gegeneinander anzutreten, macht wirklich Spaß, sieht gut aus und ist extrem lustig. Und auch mir hat es wieder mal Spaß gemacht, nach langer Zeit dieses Spiel mal wieder zu spielen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei gehabt, mir zuzuschauen. Na, lasst mir einen Daumen oben da. Da abonniert den Kanal. Und ihr seid immer auf dem neuesten Stand, wenn neue Videos rauskommen. Na? Also bleibt gesund, macht's gut und tschüss.